So, und jetzt nehmen wir Sie mit in den Gazastreifen. Aber falls Sie denken, es ginge da nur um Krieg und um Terror, weit gefehlt. Denn obwohl es in der Region aktuell ja wieder kriselt, gibt es im Gazastreifen auch ganz normales Leben. Junge Menschen, die studieren und sich daten. Wir zeigen Ihnen, wie man erwachsen wird im permanenten Ausnahmezustand. Erwachsen werden im Gazastreifen. Für Riham und Adham fängt nun das echte Leben an. Was verändert sich für diese beiden jungen Leute aus Gaza? Im Job, in der Liebe, bei Religion und in der Familie. Und was sind die Unterschiede zum Volljährigwerden bei uns? Der Gazastreifen. Das Palästinensergebiet liegt zwischen Ägypten und Israel. Hier herrscht die Hamas, eine radikal-islamische Terrorgruppe. Religiöser Fanatismus ist Alltag. Die Grenzen zu den Nachbarstaaten sind seit 10 Jahren dicht. Fast ständig herrscht Krieg mit Israel. Aktuell nehmen die Spannungen wieder massiv zu. Generell müssen hier Kinder schnell erwachsen werden. Adham ist gerade 18 geworden und ist seither stolzer Besitzer eines Führerscheins. Adhams Lebensgrundlage, er arbeitet als Taxifahrer. Ich muss ab jetzt Verantwortung übernehmen und arbeiten. Ich bin verheiratet und wir erwarten bald ein Kind. In Deutschland unvorstellbar, in Gaza total normal. Ist man mit 25 noch ledig, gilt man entweder nicht als Mann oder als unvermittelbar. Im Schnitt verdient Adham 5 Euro am Tag. Ganz schön wenig Einkommen und viel Druck für den werdenden Vater. Doch der junge Mann hat vorgesorgt, denn er fährt schon eine ganze Weile mit dem Taxi. Wenn auch nicht ganz legal. Wie lange fährst du schon Taxi? Seit ich 16 bin. Den Führerschein bekommt man hier wie in Deutschland erst ab 18. Aber die Palästinenser sehen die Verkehrsregeln nicht so eng wie wir. Auf unseren Straßen brauchst du zwar eine Lizenz, die Erfahrung gibt dir aber die Professionalität. Adham hat seit er 18 ist ein straffes Programm. Er arbeitet hart, denn schon bald muss er eine Familie ernähren. Rihams Tag fängt erst um 10 an. Sie ist Studentin. Eine kleine Revolution in Gaza. Die meisten Frauen in ihrem Alter sind schon verheiratet. Sie dürfen keine Karriere machen, sondern müssen Kinder kriegen. In fast allen Bereichen der Gesellschaft gilt strikte Trennung zwischen Frau und Mann, so auch an der Uni. Riham will die gleichen Rechte wie ihre männlichen Mitstudenten und dafür kämpft sie. Angefangen beim Sitzplatz in der Bib. Frauen und Männer müssen hier getrennt voneinander sitzen. Aber das ist mir egal. Ich setze mich einfach hierher in den Männerbereich. Ohne euch und ohne Kamera würden die uns Mädchen aber wahrscheinlich wegschicken. Riham ist noch aus einem weiteren Grund revolutionär. Im Gegensatz zu allen anderen Frauen trägt sie moderne Kleidung und kein Kopftuch. Dafür erntet sie regelmäßig Kritik, wird sogar heftig beschimpft. Ich liebe es zu studieren, aber es ist schon komisch, dass ich die Einzige ohne Kopftuch bin. Ich fühle mich nicht wohl. Die Leute und die Gesellschaft akzeptieren mich nicht. Und sie strafen mich mit ihren Blicken. Riham studiert Jura. Sie will Anwältin werden. Und sie hofft, dass in Zukunft mehr Frauen so denken wie sie. Bist du ein Rebell? Ja. In der strengen Gesellschaft von Gaza sind männliche und weibliche Studenten nicht gleichberechtigt. Und damit hat Riham ganz schön zu kämpfen.
Es ist Mittag. Adham unterbricht seine Taxitour, aber nicht etwa, um Pause zu machen. Er muss beten. Denn Adham ist streng gläubiger Muslim, wie 98% der Bewohner von Gaza. Das große Gebet am Freitagmittag steht an. Seit Adham erwachsen ist, ist das Pflicht. Vor dem Beten muss er sich reinigen. Neben ihm ein bewaffneter Kämpfer. Ein typisches Bild. Religion und Politik sind hier nicht getrennt. Vielmehr noch, Religion ist Herrschaft. Die Religion bestimmt eigentlich jedes Detail in meinem Leben. Alle Handlungen, Entscheidungen und meinen Job. Ich muss oft Pause machen, um zu beten. Adham betet jeden Freitag in der größten Moschee von Gaza City. Für die Männer beginnt das Freitagsgebet mit einer Predigt des religiösen Führers. Und zwar nur für Männer. Frauen haben hier nichts zu suchen und sind in einem eigenen Raum. Alltag für die Betenden. Überall im Gotteshaus sind schwer bewaffnete Männer. Und schwer vertieft ins Gebet bemerkt niemand, dass sich auch die Kleinsten schon für Waffen interessieren. Für unsere Teenies sind Freunde und materielle Statussymbole das Allerwichtigste im Leben. Hier in Gaza thront die Religion gewaltsam über allem. Jetzt muss Adham aber zusehen, dass er es rechtzeitig zum Einkaufen schafft. Denn später muss er seinen Mann stehen. Er ist für das Abendessen zuständig. Es ist Nachmittag. Riham ist auch gläubige Muslimin. Allerdings praktiziert sie ihre Religion nicht. Sie geht lieber bummeln, statt zu beten. Klamotten und Schminke sind ihre heimliche Religion. Für ihren Look erntet Riham viel Aufsehen, vor allem bei jungen Männern. Ihr Auftreten hat die junge Frau in Gaza bereits zu einer kleinen Berühmtheit gemacht. Und das ist auch ihr absoluter Traum, berühmt werden. Und als Schauspielerin durchstarten. Bei YouTube legt Riham schon die Grundsteine für ihre Karriere. Doch Gaza ist ein hartes Pflaster. Die streng muslimischen Palästinenser reagieren hauptsächlich mit Beschimpfungen und Anfeindungen auf Rihams westlichen Lebensstil. Auf YouTube, auf ihrem Facebook-Profil und auf offener Straße. Viel schlimmer ist für Riham aber, dass es in Gaza nicht die Dinge gibt, die sie für ihren Lifestyle braucht. Die Auswahl in den Geschäften ist mehr als begrenzt. Meist gibt es nur B-Ware oder Fakes aus China. Dieser Laden hat nur ein einziges iPhone im Angebot, Kostenpunkt fast 2000 Euro. Eine günstige Alternative aus dem Internet gibt's nicht. Selbst wenn ich im Internet ein günstigeres Telefon finden würde, dann bringt mir das nichts. Weil niemand liefert hier so einfach nach Gaza. Die Nachbarstaaten Ägypten und Israel blockieren Gaza. Große Handelsnationen wie Deutschland boykottieren das Gebiet. Taxifahrer Adham macht Pause und trifft sich mit seiner Jungs-Clique. Auf den ersten Blick sieht das aus wie bei uns. Eine Gruppe Jungs, die gemeinsam zocken und über Frauen reden. Mit dem einen großen Unterschied: Alle Freunde von Adham sind schon verheiratet. Und keiner, der hier sitzt, ist älter als 19. Frauen haben in der Männerrunde nichts verloren. Wie soll das denn funktionieren? Die Vorschriften unserer Religion und die Traditionen lassen das nicht zu. Meine Frau oder meine Schwester dürften hier niemals sitzen. Das geht nicht. Frauen haben in Gaza weniger Rechte als Männer. Männer geben den Ton an und schreiben vor, wo es lang geht. Geht es um die Liebe vor der Ehe, haben junge Männer aber genauso wenig zu sagen wie junge Frauen. Ich kann
Ich war vor der Ehe verliebt in ein anderes Mädchen. Und die wollte ich eigentlich heiraten. Aber ihre Eltern fanden mich nicht gut genug. Deshalb haben meine Tanten und meine Mutter eine andere Braut für mich ausgesucht. Und die habe ich dann geheiratet. Für deutsche Teens nur schwer zu verstehen. Wie soll man jemanden heiraten, den man kaum kennt, geschweige denn liebt? Mit der Ehe kommt die Liebe. Und ich respektiere meine Frau. Und ich trage sie auf Händen. Deshalb respektiert sie mich. Ob das wirklich Adhams Haltung ist oder die seiner Eltern, ist schwer zu beurteilen. Darf Riham lieben, wen sie möchte? Die junge Frau ist auf dem Weg zu einem Date. Clubs oder Bars gibt's in Gaza keine. Junge Leute treffen sich zu Hause oder in Hotelbars. Und das ist ganz schön verpönt. So verpönt, dass selbst Riham nie offen zugeben würde, wie sie zu ihrem männlichen Begleiter steht. Es ist sehr ungewöhnlich, dass wir hier so sitzen. Aber für mich persönlich ist das hier nichts Besonderes. Was es hier auch nicht gibt, Alkohol. Wo 18-Jährige bei uns Wein, Bier und Schnaps trinken können, würden die jungen Leute in Gaza dafür ins Gefängnis wandern. Schon um 21 Uhr ist Rihams Date Night relativ früh vorbei. Denn sie ist zwar erwachsen, ihre Eltern schreiben ihr aber vor, wann sie zu Hause sein muss. Es gibt kein Entkommen aus der religiös-fanatischen Gesellschaft in Gaza. Zumindest bei ihren engsten Verwandten hat die junge Frau kleinere Fortschritte gemacht. Sie hat einen Heiratsantrag ihres Cousins abgelehnt. Ein junger Mann hat um ihre Hand angehalten. Aber Reham hat ihm einen Korb gegeben. Denn es hätte bedeutet, dass sie ihre Träume aufgibt, nicht mehr zur Uni geht. Der Mann hätte sie zum Kopftuch gezwungen und zum Haushalt. Wir erlauben ihr sehr vieles, aber sie darf nicht alles alleine entscheiden, wie zum Beispiel alleine unterwegs sein. So liberal denken nicht alle aus Rihams Familie. Ein Großteil hat sich sogar öffentlich von ihr distanziert. Ganz anders bei Adham. Er musste heiraten. Er ist 18, aber seine Familie entscheidet alles. Von der Wahl der Ehefrau durch die Mutter bis hin zum Gemüsekauf mit Onkel Ayman. Die Clan-Ältesten haben stets die Entscheidungsgewalt über ihre Kinder. Auch wenn die bereits volljährig sind. Die jungen Leute akzeptieren unsere Entscheidungen, weil sie uns als Vorbilder betrachten. Nicht, weil sie Angst vor uns haben. Es ist wie eine freundschaftliche Beziehung. Sie wollen ganz einfach so sein wie wir. Deutsche Teenager wollen sich oft so schnell wie möglich von den Eltern abgrenzen. Hier ist die Familie das Allerwichtigste. Das wird auch beim Wohnen klar. Adham wohnt im obersten Stockwerk in Onkel Aymans Haus. Und hier herrscht klassische Rollenverteilung. Die Frauen kochen, die Männer lassen sich bedienen. Aber jemand fehlt, Adhams Ehefrau. Adham gibt ihr nicht die Erlaubnis, vor die Kamera zu treten. Nein, nein, das geht nicht. Warum nicht? Wegen unserer Traditionen dürfen wir unsere Frauen nicht zeigen. Und sie ist noch so jung. Das geht einfach nicht. Adhams Frau darf nicht mitessen. Trotzdem wirkt die Stimmung auf den ersten Blick romantisch. Von wegen romantische Stimmung. Unser Licht geht nicht. Wenn wir Strom hätten, würde ich die Kerzen nicht anzünden. Stromausfälle gibt es im krisengebeutelten Gaza täglich. Ein leerer Handy-Akku, eine Vollkatastrophe für deutsche Teenies, Alltag in Gaza.
Doch zuerst essen. Und zwar ganz traditionell. Den Anfang machen die Männer. Die Frauen kriegen das, was übrig bleibt. Die Stimmung beim Dinner ganz schön seltsam. Ich bin hier nicht aus vollem Herzen glücklich. Ich träume davon, aus Gaza wegzugehen, um ein richtiges Leben aufzubauen und um einen richtigen Job zu finden. Ein freies Leben bleibt für viele junge Palästinenser ein Traum. Strenge Clan-Strukturen schränken die persönliche Freiheit ein. Die übermächtige Religion bestimmt den Alltag. Heiraten muss man sehr jung, aber Dating und Liebe als Teen sind verpönt. Erwachsen werden im krisengebeutelten Gazastreifen bedeutet auch, die Kindheit geht viel früher zu Ende als bei uns.